Bio-Weine von der Nahe. Die Weine vom Weingut Hahnmühle aus der Weinbauregion Nahe kenne ich nun schon seit einigen Jahren. Und sie haben mir jedes Jahr sehr gut gefallen. Und nun stehe ich hier und begrüße die Chefin des Betriebes, Martina Linksweiler. Frau Linksweiler, wie war denn die Messe bisher für Sie? Also sehr erfolgreich. Am Sonntag waren sehr viele Gäste da und wir haben sehr viele Händler, die wir zu der Messe einladen. Die sind auch alle gekommen, haben den neuen Jahrgang probiert. Also das Hauptaugenmerk liegt mittlerweile immer auf dem neuen Jahrgang. Man braucht mit alten Weinen nicht mehr anzureisen. Da die Messe in diesem Jahr sehr früh war, haben wir fast nur Fassproben dabei, die aber sehr gut angekommen sind. Und dann werden die Weine abgefüllt? Also je nach Sorte, Silvaner, Chardonnay werden in den nächsten Wochen abgefüllt. Den Riesling wollen wir aber noch etwas Reife gönnen. Ich denke so im April, Mai. Und was zeichnet Ihre Weine speziell aus? Also unsere Weine sind sehr eigenständig. Wir bauen gerade die Rieslinge auf verschiedenen Böden aus. Einmal Sandstein, Verwitterungsboden des unterrot liegenden, Schieferboden. Und wir versuchen die Weine oder die Rieslinge spontan zu vergären, damit die Eigenart des Bodens auch herauskommt. Und Ihre Weine sind zwischenzeitlich bundesweit erhältlich? Ja. Wie man auch in der Gastronomie? Zum Teil in der gehobenen Gastronomie, was dann über Wiederverkäufer läuft oder halt auch Gastronomen, die direkt einkaufen. Gut, und Ihr Resümee von der Messe insgesamt, war sie besser besucht als letztes Jahr? Also der Sonntag auf jeden Fall war für meinen Geschmack auch ein bisschen viel Andrang auf einmal. Aber Montag und auch selbst Dienstag war besser als die ganzen Jahre. Prima, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß beim Abfüllen Ihrer Weine nach der Messe und eine gute Heimreise. Vielen Dank.